So, hi zusammen, herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim BMW E-Modell oder auch den neuen F-Modellen mit dem FSC-Freischaltcode zusammen euer Navigationssystem updaten könnt. Und als erstes haben wir hier die Zündung eingeschaltet, danach müssen wir die DVD-1 einlegen. DVD-1 wird eingelegt und danach gehen wir hier mit dem iController in das Navi und sobald die DVD eingelesen wurde, bekommen wir die Aufforderung, dass wir den Freischaltcode eingeben müssen. Dauert einen Moment, bis das Teil geladen ist. Da sind natürlich ordentlich Daten drauf. Ihr habt auch die Möglichkeit, entweder über die drei DVDs das Update durchzuführen oder aber über die drei USB-Stick-Variante gibt es alles zu kaufen bei BMW. Gibt es dann den Freischaltcode, der generiert wird für eure Fahrgestellnummer spezifisch fürs Auto, direkt dabei. So, wie ihr sehen könnt, ist die DVD jetzt eingeladen. Jetzt werden wir dazu aufgefordert, den Freischaltcode bereitzuhalten, möchten das installieren, bestätigen das mit Ja und bekommen jetzt hier das Menü zum Eingeben. Und da gebe ich jetzt den Code ein. Den könnt ihr auch gerne sehen, weil der absolut individuell für dieses Fahrzeug ist. Dementsprechend könnt ihr damit gar nichts anfangen. 2F. So, das ist ein bisschen langwierig, bis man den eingegeben hat, weil der auch wirklich ellenlang ist. So, sind wir fast durch. Letzten zwei Zeichen. Zack. Und wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, bestätigen wir das mit OK. Und wie ihr sehen könnt, jetzt startet die Installation. Wird auch angezeigt DVD-1 von 3. Und hier unten die Prozentanzeige läuft auch durch. Sobald die DVD-1 installiert wurde, sehen wir hier, geht's los, 0,1%. Sobald DVD-1 installiert wurde, werdet ihr dazu aufgefordert, die DVD-2 und danach DVD-3 logischerweise einzulegen. Und danach ist das Update komplett durchgeführt. Von der DVD dauert das Update so circa, ich sag mal, 2 Stunden kann man mitrechnen. Und mit der USB-Variante kann man es was schneller machen, da dauert es so circa 1 bis 1,5 Stunden. Jo, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das freut mich sehr. Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare und bis dann. Ciao.